Hallo, liebe Kollegen. Heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes mit euch vor, nämlich wir wollen unser Model Nadja, was nachher zu uns kommt, mit einem dreieckigen Hauptlicht beleuchten. Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Technik und ich wollte euch gerne beschreiben, wie das funktioniert. Und dazu benutzen wir dieses Baby hier. Das ist ein Elinchrom Zoom Spot 16 bis 36 und der wird befeuert heute mit dem stärksten, was wir an Dauer nicht haben, nämlich dem Aperture 300 Mark II, weil dieses Monster hier braucht unheimlich viel Licht. Was kann dieses Monster? Erstmal ist es ein Linsensystem. Dieses Linsensystem kann Kreise projizieren in verschiedenen Größen und man kann durch eine Fokussierlinse den Rand extrem scharf einstellen. Zum Zweiten gibt es hier fast so etwas wie Barndoors, aber durch diese Türen wird der an sich runde Kreis an Licht, der hier produziert wird, den kann ich damit ganz beliebig anschneiden. Ich habe vier solche Türen und kann damit ganz viele geometrische Formen erzeugen. Also zum Beispiel eine Raute, ein Quadrat, ein Rechteck oder aber auch, so wie heute, ein Dreieck. Das haben wir heute damit vor. Das wird geliefert hier mit allerlei Zubehör. Da kommen solche größeren Gobos für hier vorne mit rein. Dann haben wir hier einen kleineren Gobo-Halter, wo also auch alle Standard-Gobos mit drin sind. Es gibt hier so ein bisschen fantasievoll. Es gibt hier das Jalousielicht, runde in verschiedenen Größen. Und dann gibt es noch so ein bisschen was Künstlerisches. Dann die übliche Fenstersilhouette, die man an die Wand werfen kann. Also allerlei interessante Gobos und zusätzlich haben wir hier noch so ein paar Farbfolien, die also das, was projiziert wird, in verschiedenen Farben darstellen können. Ist also insoweit ein sehr, sehr kreatives Werkzeug. Man kann sehr, sehr viel damit machen. Was kommt heute noch zum Einsatz? Dieser Minispot, das ist auch von Elinchrom. Den adaptieren wir auf Bones Mount, genau wie wir das hier machen, weil Elinchrom passt nicht direkt auf Bones Mount, sondern es braucht einen Adapter dazwischen. Aber das funktioniert tadellos, das ist keine große Sache. Und dieses kleine Ding hier hat auch eine Linse. Mit dieser Linse kann man auch den Rand fokussieren, also sehr scharf einstellen. Man kann aber nicht den Kreis verkleinern oder vergrößern. Das kann man tun, auch durch Gobos, wie wir das hier in diesem Fall zum Beispiel tun, dass da so ein kleiner Gobo reinkommt, der den Kreis ein bisschen kleiner macht. Ansonsten durch Abstand zum Objekt kann man den Kreis vergrößern oder verkleinern. Und auch hier gibt es so ein paar Gobos wie die Jalousien, die Fenster, ja, solche Sachen und ein bisschen Fantasy. Es gibt noch wesentlich mehr dazu, diese kleinen Gobos. Ist also durchaus auch eine interessante Variante, vor allem wenn man nicht allzu viel Platz hat oder eben ein relativ kleines Licht, was nicht so stark ist, dass es ermöglicht, eben ein solches Gerät zu betreiben. Jo, und der langen Rede kurzer Sinn, Nadja kommt gleich und bei uns geht's weiter mit dem praktischen Teil nach dem Intro. Hallo zum praktischen Teil unseres kleinen Videos. Wir haben heute hier einen besonderen Lichtaufbau. Das mussten wir tun, um das Licht zu kontrollieren, weil wir gerne ein bisschen Licht auf dem Hintergrund haben. Wir wollen aber kein Fremdlicht nach Möglichkeit auf dem Model selbst. Deswegen haben wir hier links und rechts Molltonstoff aufgespannt, der eben die freie Reflexion, das unkontrollierte Reflektieren von Licht hier in unserem doch relativ hellen Studio vermeidet. Und unser Hauptlicht wird dieses Licht hier sein. Das hatte ich eingangs schon mal vorgestellt. Das ist ein Zoom-Licht von Elinchrom, was wir mit einem Adapter benutzen am Bones Mount. Und zusätzlich haben wir hier noch optional einen kleinen Minispot, ebenfalls von Elinchrom, den wir einsetzen wollen, um kleine Details nochmal highlighten zu können, um das auch nochmal zu zeigen. So, unser Model kommt gleich und dann geht's los. Wir wollen heute gerne wieder Tessert shooten. Dazu benutzen wir unseren Mac, um das direkt dort hinein zu bringen. Und ein kleines Programm, was ich Ihnen sehr empfehlen kann, das ist nämlich äußerst preisgünstig, nennt sich Smart Shooter 4. Einfach mal googeln.
Es ist ein wunderbar zuverlässiges Programm. Man kann nicht allzu viel damit machen, aber es funktioniert für Desert-Shooting ganz hervorragend. So, dann warten wir jetzt, bis unser Modell fertig ist und dann geht's weiter. Ein bisschen nach rechts. Ah, schön. Versuch mal, die Hände hinter dem Kopf zu spreizen. Da. Weil das gibt auch so eine schöne Silhouette. Ja, wunderbar. Die Hüften noch ein bisschen schräg stellen. Schräger, genau. Wunderbar. So it's good.